Liebe Brunnenviehzüchterinnen und liebe Brunnenviehzüchter, um die Jahreszeit würden normalerweise landauf, landab die beliebten Züchtertagungen stattfinden. In diesem Jahr ist das leider aus bekannten Gründen nicht möglich. Trotzdem möchte ich mir Neuigkeiten und Informationen von Brunnenvieh Schweiz auf dem Weg Ihnen übermitteln, halt digital statt über ein persönliches Treffen. Ich werde Sie informieren über folgende Themen. Angefangen beim Zuchtprogramm 2017, wo es ja darum geht, einen Schritt nach vorne zu machen bei der Schätzung von Zuchtwert für Gesundheitsmerkmale einerseits und andererseits natürlich auch generell das ganze System von der genomischen Selektion für die Zukunft auch auf eine solide Basis zu legen. Der zweite Punkt, das Zuchtprogramm im engeren Sinn mit der Nachzuchtprüfung der Stiere, da wird ein paar Worte zum Einsatz von der nächsten Generation von der Prüfstiere sagen. Dann weiter Zuchtprogramm mit dem neuen Chip, den wir ab dem Jahr nutzen können für die genomische Typisierung. Dann der vierte Punkt, genomische Zuchtwertschätzung, ist vielleicht etwas, wo auch schon Zeiten geht, wo man mehr Vertrauen hat, weil vielleicht jetzt ein paar Stiere sich nicht ganz können bestätigen, wie man sich das erhofft hat. Da haben wir unabhängig von dieser Thematik mal angeschaut, wie sich die genomische Zuchtwert von Kühen bestätigen tut über ihre phänotypischen Leistungen, die sie jetzt um einen späteren Zeitpunkt erbrungen haben. Dann weiter Thema Nutzungsdauer und Lebensleistung, wo ich ein paar aktuelle Auswertungen zeigen will und ganz zum Schluss einen Ausblick auf die nächsten Wochen und Monate. Ich fahre mit dem Zuchtprogramm 2017, mit dem Programm Bruna Data, wo ja eben das Ziel ist, Kuhgenotypen zu sammeln von möglichst vielen Tieren, verteilt auf die ganze Population. Und von diesen Tieren eben gleichzeitig möglichst viele und gute Phänotypen haben. Phänotypen heisst gemessene Leistungen, sei das Milchleistungen, sind aber auch Daten aus der linearen Beschreibung und last but not least natürlich Gesundheitsdaten, was für Krankheiten oder eben keine Krankheiten die Tiere aufweisen. Aktuell stehen wir bei rund 500 Betrieben, die in diesem Programm mitmachen. Und wir haben mal angeschaut, wie die Betriebe strukturiert sind. Im Schnitt die Betriebe mit fast 8000 Kilogramm Milchleistung, also deutlich über dem Rassenschnitt. Ist natürlich so, dass wir da einen Überhang haben, auch an Talbetriebe, die vielleicht in einem höheren Leistungssegment produzieren. Sicher auch Betriebe, die überdurchschnittlich interessiert sind. Auf diesen Betrieben stehen rund 18'000 Braunswiss-Kühe und etwa 1'000 OB-Kühe. Die, also da sind wir schon relativ nah an diesen Zielen, die wir ursprünglich mal gesteckt haben, dass wir eben wirklich eine gute Basis für die Zukunft haben. Beim Original-Braunvieh sind das mittlerweile etwa 40 Betriebe, die da mitmachen. Und das ist sicher ganz wichtig, dass wir da vielleicht auch noch den einen oder anderen Betrieb zusätzlich überkommen. Man hat aus dem Grund ja auch Bedingungen unter anderem angepasst vor einem Jahr, dass man mitmachen kann bei Bruna Data. Hat dort die Türen aufgetaucht für Betriebe mit Natursprung. Beim Originalbraunvieh haben wir in den letzten Jahren können profitieren, dass wir dort zahlreiche Kühe haben können typisieren über das OB-Förderprogramm. Das läuft jetzt aus, ist im letzten Jahr von diesem Projekt. Da bedeutet das natürlich, dass wir in Zukunft auch wiederkehrend schauen müssen, dass da genug Originalbraunviehkühe typisiert werden können. Dann Roboterbetriebe sind wir bei 68. Also da ist ein sehr grosser Anteil von diesen Betrieben, die heute mit einem Melkroboter arbeiten, die dabei sind. Das sind sicher auch sehr wertvolle Betriebe bezüglich Grösse, bezüglich Daten, die dort erhoben werden. Und dort ist sicher auch in Zukunft denkbar, dass man auch noch weitere Daten importieren und züchterisch auswerten, wenn ich da denke, neue Systeme, die heute auch Körpergewicht und andere Parameter von einer Kuh erfassen. Das sicher auch für die Zukunft ganz interessante Betriebe. Ebenso Biobetriebe, mit 57 Biobetrieben haben wir da ziemlich genau eigentlich der Anteil, der in der Population rum ist, von den Biobetrieben, von gut 10% abdeckt bei Bruna Data. Und das ist ebenfalls wichtig, dass wir da wirklich alle Segmente bei Bruna Data drin haben. Dann haben wir auch festgestellt im letzten Jahr, dass wir einen starken Überhang von Talbetrieben gegenüber Bergbetrieben
Auch dort haben wir natürlich mit der Anpassung der Vertragsbedingungen, dass man die Grössengrenze nach oben gesetzt hat, die Türen aufgetan für verschiedene Betriebe, vor allem im Berggebiet. Und da hat es sicher jetzt auch sich positiv ausgewirkt, dass mittlerweile auch deutlich über 200 Betriebe aus dem Berggebiet bei Bruna Data mitschaffen tun. Das Hauptziel oder das Kernthema bei Bruna Data ist sicher die Gesundheitsdatenerfassung, die eben die Basis sollte geben, dass man schneller Merkmale kann, Zuchtwert schätzen kann, die eben sonst eine tiefe Erblichkeit haben, die nicht so häufig vorkommen. Mit dem Mastitis-Zuchtwert hat da bereits ja einen ersten Zuchtwert können entwickelt werden, der auch auf den Gesundheitsdaten basiert. Das Ziel wäre natürlich, dass man in Zukunft auch andere Merkmale aus dem Bereich Fruchtbarkeit, Stoffwechsel, Bewegungsapparat, dass man eben weitere Merkmale auch züchterisch auswerten kann. Ob man dann für all diese Merkmale einen separaten Zuchtwert ausweisen, ist wieder eine andere Frage. Da möchten wir in erster Linie Werkzeuge zur Verfügung stellen für Züchter, dass sie da züchterisch damit arbeiten können. Konkret jetzt bei den Merkmale, die jetzt den Fruchtbarkeitstrakt betreffen, wird es dann so sein, dass man die wahrscheinlich den Gesamtindex Fruchtbarkeit einfließen lässt. Wenn man die Auswertung anschaut, die Grafik anschaut, dann sieht man noch die ersten 6 Monate von Januar bis Juni über die letzten Jahre in den Vergleich von links nach rechts. Und da kann man feststellen, dass man von Jahr zu Jahr eine Zunahme hat von diesen Gesundheitsdaten und vor allem jetzt im letzten Jahr oder im aktuellen Jahr 2020, wo eine deutliche Zunahme spürbar ist. Das ist auch ganz wichtig, dass wir wirklich sehr viele Daten haben. Nur über sehr viele Daten kommen wir da zu vernünftigen züchterischen Auswertungen oder auch, dass man wirklich Zuchtwert schätzen kann für die Merkmale. Da probieren wir natürlich, gute Werkzeuge auch zur Verfügung zu stellen. Einerseits mit der App SmartCow, wo da eigentlich die Möglichkeit gibt, dass man sofort bei der Behandlung, gerade im Stall, kann Behandlung erfassen, dass es erledigt ist, man muss nicht mehr dran denken. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist sicher, dass wir da auch dran sind, zum probieren, Schnittstellen zu schaffen zu Tierarztpraxissoftwaren, dass man die Behandlung eben nicht zweimal muss erfassen oder auch zum Melksystem. Das ist nicht ganz eine einfache Aufgabe, weil die Systeme alle ein bisschen anders aussehen, aber das ist sicher ein Ziel, dass wir in Zukunft die Doppelerfassungen minimieren können. Dann gehe ich zum nächsten Thema, Einsatz der Prüfstiere. Das Prüfprogramm im engeren Sinn besteht aus der Nachzuchtprüfung der Stiere. Das ist bei Swiss Genetics pro Jahr etwa 32 Stiere, die hier den Testeinsatz durchlaufen tun, jetzt für die Zuchtrichtung Brown Swiss nur. Dann kommen noch einzelne Stiere dazu, die außerhalb des Prüfprogramms laufen. Das sind in der Regel vor allem die ausländischen Stiere, die zum Einsatz kommen. Bei Selectstar, der zweite Vertragspartner von Brunfe Schweiz, sind das pro Jahr etwa 10 bis 12 Brown Swiss Stiere, die so getestet werden. Und das ist sicher die Basis von der nächsten Stierengeneration, die rund 45 Stiere, die so pro Jahr getestet werden. Was haben wir dort für Eckpunkte, die man beachten muss? Das Ziel ist, dass wir von jedem Prüfstier etwa 100 Töchter aus dem Testeinsatz überkommen. Die 100 Töchter langen, dass wir dann wirklich auch eine seriöse, genaue Zuchtwertschätzung aufgrund der Töchterleistungen für die Stiere schätzen kann. Für die meisten Stiere ist das absolut problemlos, aber man stellt fest, dass es da immer eine größere Variation gibt bei der Besamungszahl von diesen Jungstieren. Es gibt Jungstiere, die extrem schnell die vielleicht rund 400 Besamungen, die das braucht für die Töchterzahl, die das sehr schnell erreichen, innerhalb von einer Woche, 2 oder 3 Wochen, wo sie bereits genug eingesetzt worden sind, weil sie eben sehr attraktiv sind. Es gibt aber leider auch die anderen Stiere, die vielleicht ein bisschen weniger gefragt sind im Markt, wo es länger geht oder zum Teil auch nach mehreren Monaten noch nicht die genügende Besamungszahl hat. Durch das zieht sich dann auch das Ergebnis heraus, dass die Stiere eine saubere Nachzuchtprüfung machen. Und vielfach stellen wir fest, dass das die Stiere sind, die vielleicht eine andere Blutführung haben, die vielleicht ja, in den Zahlen nicht ganz mithalten mit anderen Stieren, die aber sehr wichtig sind, dass man die eben auch testen kann, dass da wieder eine Basis für die Zukunft ist, dass wir die Blutlinienvielfalt ein bisschen weiter erhalten.
Und im Nachhinein betrachtet muss man auch vielfach sagen, dass es nicht immer die Stiere sind, die am heissesten gehandelt werden, die dann später die besten sind. Oder andersrum gesagt, dass Stiere, die manchmal gar nicht gross beachtet worden sind, mit der Nachzuchtprüfung sich dann sehr gut bestätigen tun. Ich habe ein paar Beispiele notiert mit dem Anibal, der in der Schweiz als Jungstier nicht zu denen gehört hat, wo jetzt alle gerade drauf geschossen sind. Anibal ist anfänglich eher im Ausland, in Deutschland und in Italien genutzt worden. Und erst später in der Schweiz, wo man Töchter gesehen hat, dass die sich als wirklich sehr wirtschaftlich herausgestellt haben, hat er länger sie eigentlich den besseren Ruf bekommen. Nello, ein anderer Stier, der sicher auch nicht jetzt gerade zu denen Stiere als Jungstier gehört hat, der am heissesten gehandelt worden ist. Ein Adriano könnte man auch dazu erzählen. Oder jetzt aktuell ein Bunin, der ja, sicher vielleicht der Geheimtipp war, aber jetzt auch nicht gerade vorher mitgelaufen ist und der sich jetzt wirklich sehr gut bestätigt hat mit seinen 80-Prüfungsergebnissen. Warum ist es wichtig, dass wir möglichst viele Stiere testen können aus Sicht der Rasse? Ich habe es vorher schon angetönt. Je mehr Stiere, dass man testet, je mehr Platz hat es auch für Stiere, die eine andere Blutführung, eine alternative Blutführung haben. Je weniger Stiere das sind, je grösser ist der Druck auf Blutvielfalt. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiges Thema bei unserer Rasse, dass wir da sicherstellen können, dass wir in Zukunft wirklich auch die Blutlinienvielfalt erhalten können. Dann der zweite Punkt. Auch im genomischen Zeitalter haben nachzuchtprüfte Stiere ihre Bedeutung. Wenn man ganz gezielt eine korrigierende Paarung machen will, dann ist man gut beraten, wenn man da einen nachzuchtprüften Stier nimmt, wo man ganz genau weiss, wie sein Vererbungsmuster aussieht. Und es liegt natürlich auch auf der Hand, dass je mehr Jungstiere in den Testeinsatz gehen, je grösser wird die Quote von diesen Stieren sein, die man später dann wieder in den zweiten Einsatz schicken und so kann nutzen kann. Und der dritte Punkt betrifft Trainingsdaten. Trainingsdaten, die Basis sind von der Effektschätzung für die genomische Zuchtwertschätzung. Und auch dort liegt es natürlich auf der Hand, dass auch mit Kuhgenotypen, die wir zukünftig nutzen wollen, dass auch in Zukunft eben die Stierendaten, die Stierenzuchtwerte, die mit x Töchtern eben sehr genau geschätzt sind, dass das natürlich auch in Zukunft der wichtigste Bestandteil für Trainingsdatensätze werden bilden. Also dass das der wichtigste Parameter ist, um die Effektschätzung zu machen für die genomische Zuchtwertschätzung. Es ist aber auch ganz klar, das sind alles fromme Wünsche. Schlussendlich hängt es davon ab, wie die Nachfrage ist bei diesen Prüfstieren. Die Prüfstieren müssen all ihre Besamung soll erreichen und wenn das nicht mehr der Fall ist, wird es dazu führen, dass weniger Stiere getestet werden. Also da haben wir es ganz direkt und selber in der Hand, um eigentlich beeinflussen, wie das Mengengerüst in Zukunft wird aussehen. Wir haben auch festgestellt, dass zum Teil noch Bedingungen von früher irgendwo in den Köpfen rum sind, dass man die Prüfstiere nur auf erstlaktierende Kühe einsetzen. Also das ist nicht mehr der Fall. Man darf die Stiere auf zweite Laktationskühe, dritte, vierte oder auch höhere Laktationen einsetzen. Zum Teil ist es vielleicht auch sinnvoll, wenn man so Stier mal auf eine gute Zuchtkuh einsetzen, die vielleicht nicht gerade auf Anhieb die trächtig werden, weil die Stiere werden ja vergünstigt angeboten. Da ist es vielleicht die gleich die interessante Variante, so einen Stier zu nehmen und schlussendlich dann gleich später können ein Zuchtkalb bekommen von dieser Kuh, wenn man gerade den Wechsel auf eine Fleischrasse macht. Auch der Einsatz auf Rinder ist grundsätzlich möglich. Man muss sich einfach da bewusst sein, dass man bezüglich Geburtsablauf natürlich auch nur genomische Zuchtwerte hat, die sicher jetzt in diesem Merkmal noch nicht sehr, sehr eine hohe Genauigkeit aufweisen können. Die Botschaft die ist wichtig, vor allem für unsere Vertragsbetriebe. Das sind Bruna Classic-Betriebe, die grösste Gruppe von unseren Betrieben im Herdenbuch. Und andererseits natürlich Bruna Data auch, wo es auch wichtig ist, dass wir auch die Töchter abgebildet haben. Und ich möchte einfach da ein bisschen aufrufen, denke ich doch daran zwischendurch, dass ihr die Prüfstiere einsetzen. Es ist wirklich im Interesse auch von der ganzen Rasse, dass all die Stiere eingesetzt werden und eben auch die Stiere, die vielleicht nicht gerade zuvorderst vorne auf der Besamungsliste sind, dass die eben gleich auch genug Besamungen erzielen können. Wo findet man die Prüfstiere? Die Prüfstiere werden publiziert im CH Braunfee. Im CH Braunfee, wo 10 Mal pro Jahr erscheint,
ist es einfach so, dass man da manchmal vielleicht nicht immer ganz top aktuell kann sein. Da kann es sein, dass einzelne Stiere vielleicht bereits sehr schnell das Besamungssoll erreicht haben und die je nachdem nicht mehr verfügbar sind. Wenn man ganz aktuell sein will, dann hat man die Möglichkeit, über die Webseiten von den KB-Stationen die Stiere zu suchen. Bei Swiss Genetics hat es eine sehr gute Filterfunktion, wo man ganz gezielt kann filtern, dass man die Stiere eben mit Vorteil Prüfbetrieb finden tut, quasi tagesaktuell. Und auch bei SelectStar ist ihr Genetik-Angebot so gegliedert, dass die Stiere, die aktuell im Prüfeinsatz sind, eben separat aufgeführt werden. Dann gehe ich weiter zum Thema genomische Selektion, wo wir in diesem Jahr einen Wechsel vom Labor vollziehen tun. Seit Anfangs von diesem Jahr bereits alle Proben von Braunfettieren, die nicht mehr in die USA gehen, sondern nach Deutschland für die Typisierung geschickt werden. Das Ziel ist da, dass man einen eigenen LD-Chip entwickeln kann, bzw. mittlerweile ist er entwickelt und steht kurz vor der Lancierung. Und der grösste Vorteil, oder was ist anders an dem Chip? Einerseits, dass wir alle Einzelgentests, die wichtig sind, dort drauf haben. Das sind alle Erbfehler, auch die ganz frischen Erbfehler, die man entdeckt hat, wie OH1 beim Original-Braunfee. Kappa-Casein, das war ja bereits bis jetzt drauf gewesen, die aber neu als Beta-Casein A2, wo man ohne Zusatztest integriert hat, bei jeder Typisierung. Beta-Casein A2, ja, wo verschiedene Anbieter dran sind, um da eine spezielle Linie, Milchlinie in Verkauf zu bringen. Und das kann für die Betriebe, die dort angeschlossen sind, natürlich interessant sein, wenn man so sehr schnell und einfach die Information hat, welche Kühe im Bestand in den Genotyp aufweisen tun. Der letzte Punkt, eine Hornlosigkeit, muss man nicht mehr als Zusatztest ankreuzen, sondern es ist automatisch bei jeder Typisierung dabei. Das Labor in Deutschland schafft am liebsten mit Gewebeproben. Und da muss ich vielleicht ein bisschen Klammern auftun, wo wir die Gewebeproben lanciert haben für die genomische Typisierung. Da ja, sind wir nicht ganz ideal gestartet, weil kurz nachdem wir das so eingeführt haben, ist es zu einem Anbieterwechsel bei der Tierverkehrsdatenbank gekommen, von Casely zu Allflex. Es hat auch bei den allerersten Proben gewisse Kinderkrankheiten dabei gehabt, die wir müssen beheben mussten. Dass die Proben zum Teil nicht sauber gesammelt worden sind und dann verloren gegangen ist das Gewebstück und dann logischerweise auch keine Typisierung gemacht werden können. In der Zwischenzeit ist das behoben und der erste Eindruck jetzt auch mit dem Labor in Deutschland ist eigentlich sehr gut, dass wir eine sehr gute Typisierungsrate haben. Das heisst, dass eigentlich nur sehr selten muss eine Retypisierung gemacht werden, dass eine neue Probe muss eingeschickt werden. Und das ist ja schlussendlich das Ziel, dass wir möglichst schnell zu dem Resultat kommen. Der Vorteil von der Gewebeprobe liegt auf der Hand natürlich, dass man das Probesammeln gerade mit dem Markieren vom Kalb kombinieren kann. Also es ist ohne Zusatzaufwand möglich. Und wir haben eine eindeutige Zuordnung von der Probe zu dem Kalb mit der jeweiligen Nummern. Also Verwechslungen sind so eigentlich nicht mehr möglich. Es ist einzig nur möglich, wenn man die Marken am falschen Kalb reindrückt. Was auch neu ist mit dem Labor, haben wir einen engeren Informationsaustausch. Wir können mit laufenden Meldungen über, also Probe okay für Typisierung, das ist eine neue Meldung. Heisst, wenn die Typisierung grundsätzlich mal erfolgreich war, heisst ja noch nicht in ganz allen Fällen, dass die auch Qualitätsanforderungen für die Schätzung der genomischen Zuchtwerte erfüllt sind. Aber grundsätzlich kann man davon ausgehen in der Regel, dass wenn der Status kommt, dass die auch bei der nächsten Imputation der ein genomischer Zuchtwert für das Tier gerechnet wird. Wir können mit dieser Information schneller über, wenn es eine neue Probe kommt. Das ist nicht nur einfach, wenn die Genotypen geschickt werden, zweimal pro Monat, sondern laufend. Und das ist natürlich der Vorteil, dass man so schneller kann reagieren und allenfalls eine frische Probe kann einschicken, dass die Tiere einfach nicht zahlt werden, bis die genomischen Zuchtwerte da sind. Generell haben wir das Gefühl, der Anteil von der Retypisierungen ist tiefer worden, wir müssen das sicher im Auge behalten, auch mal auswerten, wenn wir dann mehrere Monate im Routinebetrieb mit dem Labor am Arbeiten sind. Aber der erste Eindruck, der ist sicher mal jetzt gelungen, das kann man sagen. Was für Vorteile bringt der frische Chip aus Sicht des Braunfettzüchter? Zum einen kann man sagen, man hat mehr Leistung für den gleichen Preis, weil alle Erbfehler, alle Einzelgentests schon eingeschlossen sind, ohne Zusatzkosten.
Dann der zweite Punkt ist ein sehr wichtiger Punkt. Die Chips, die international genutzt werden, die sind alle optimiert auf die Holsteinrasse. Und mit einem eigenen Schweizer Chip haben wir natürlich die Möglichkeit, spezifische Genorte schnell zu integrieren, die eben wichtig sind für die braunen Kühe, auch für die roten Rassen. Also da können wir sehr viel spezifischer und genauer auch für unsere Hauptrassen da arbeiten. Und der dritte Punkt ist nicht der unwichtigste Punkt. Wir sind nicht mehr ganz so glücklich gewesen, wie die Dienstleistungsqualität in den USA war mit dem Labor. Und da haben wir jetzt schon die Hoffnung, dass wir da eine Verbesserung wieder erzielen mit dem neuen Labor. Wir haben früher bereits ganz anfänglich mal mit dem gleichen Labor zusammengeschafft, haben dort auch sehr gute Erfahrungen gemacht und sind da wirklich sehr zuversichtlich, dass das Ziel auch erreicht wird. Aber logischerweise werden wir das dann mal nach einem Jahr müssen konstatieren, ob das auch erfüllt worden ist. Dann komme ich zum nächsten Thema, Bestätigung von der genomischen Zuchtwert. Ich habe es einleitend schon gesagt, da ist die Diskussion draußen am Laufen. Ich denke, das ist sicher vor allem einem Stier ein bisschen geschuldet, am Lennox, der mit seinem ersten genomischen Zuchtwert die Erwartungen bezüglich Leistung ganz klar nicht erfüllt hat. Da wird man sicher auch müssen weiter schauen, wie sich der Stier weiterentwickelt. Aber ich denke, die Botschaften dort, die sind klar, auch schon vorher klar gewesen, dass man nicht zu fest auf Einzelstiere setzen, dass man sie streuen sollte. Weil halt einzelne Stiere, einzelne Tiere, sind weiblich oder männlich, immer können abweichen, relativ stark abweichen von ihren genomischen Zuchten. Unabhängig von dieser Diskussion, die am Laufen ist, haben wir eine Auswertung mit weiblichen Tieren gemacht. Das ist eigentlich eine Wiederholung von einer Arbeit, die wir vor ein paar Jahren machen haben. Wir haben jetzt eigentlich da mit mehr Daten und vor allem mit den Original-Braunfee-Tieren das nochmal durchgeführt und wollen anschauen, ja, wie sieht das aus, die vorgeschätzten Zuchtwerte, wie sehen die Zuchtwerte aus und noch die phänotypischen Leistungen, die das Tier dann später erbringen tut. Für den Vergleich haben wir logischerweise die Zuchtwerte genutzt, die ein Tier hatte, vor dem Kalbern. Also, dass da noch nicht Eigenleistungen einfließen, sondern dass es wirklich Abstammungszuchtwerte sind. Das sind etwa 2000 Braunsis-Kühe und 150 Oben-Kühe, die in die Auswertung reingegangen sind. Wir haben dann bei den Kühen, die vorhanden waren, auch noch die zweite Laktation angeschaut und sogar bei Braunsis dann noch die dritte Laktation, um das noch ein bisschen weiterverfolgen. Man hat die Tiere gruppiert nach ihrem genomischen Abstammungszuchtwert, nach Zuchtwertgruppen und nach die Zuchtwertgruppen verglichen, wie die phänotypischen Leistungen in diesen Gruppen aussehen. Ich fange mit dem ersten Merkmal an, der Zuchtwert Milch. Ihr seht hier die drei Gruppen, die wir gemacht haben. Links die Gruppe mit einem genomischen Abstammungszuchtwert von über 750, also die beste Zuchtwertgruppe. In der Mitte die mittlere Gruppe im Bereich von 250 bis 750 Kilogramm Milchform. Als Rind, als Jungtier. Und die dritte Gruppe, die weniger als 250 Kilogramm Milch aufgewiesen hat, da jetzt natürlich die Tiere dabei, die sogar im negativen Zuchtwertbereich inne sind. Dann die verschiedenen Balken, der blaue Balken, die Leistung, die die Tiere durchschnittlich in den jeweiligen Zuchtwertgruppen erbrungen haben. Wir haben natürlich auch geschaut, dass die Zuchtwertgruppen einigermaßen ausgeglichen sind, also dass wir in jeder Gruppe genug Tiere drin haben, dass das auch aussagekräftig ist. Da sieht man in der ersten Laktation die Tiere in der höchsten Zuchtwertgruppe mit fast 8000 Kilogramm Milch. Ein deutlicher Unterschied schon zu der nächsten Gruppe, die im Bereich von 7200 Kilogramm Milch liegt. Und natürlich auch noch ein Unterschied zu der dritten Gruppe, die unter 7000 Kilogramm durchschnittliche Milchleistung erbrungen hat. Also da schön die Abstufung, wie man sie sich eigentlich erhofft oder wie man sie da erwarten aufgrund von der vorgeschätzten genomischen Zuchtwerte. Die zweite Gruppe, in zweiter Laktation, dort werden die Unterschiede noch etwas grösser. Bei der höchsten Zuchtwertgruppe durchschnittliche Leistung von etwa 9200-300 Kilogramm. Bei der mittleren Gruppe im Bereich von 8400 Kilogramm, also fast schon 1000 Kilogramm tiefer. Und in der dritten Gruppe im Bereich von 7700 Kilo, also eine Tiefe. Eine markante Abstufung. Noch etwas markanter wird es in der dritten Laktation. Dort ist einfach die Kühezahl dann ein bisschen kleiner. Aber ich denke immer noch eine Kühezahl, die
seriöse Auswertung zulässt. Bei den höchsten Zuchtergruppen sind die Tiere fast mit 10'000 Kilo durchschnittlich, bei der mittleren Gruppe mit etwa 8'800 Kilogramm und bei der tiefsten Gruppe im Bereich von 8'200 Kilogramm. Also fast 2'000 Kilogramm Differenz von der höchsten zu der schlechtesten Gruppe. Und dabei muss man natürlich auch noch berücksichtigen, dass in der zweiten und in der dritten Laktation eine Selektion passiert ist. Also Tiere, die wirklich zu wenig Milch gegeben haben, beispielsweise, die haben vielleicht den Bestand bereits verlassen. Also wenn man das noch einbeziehen würde, wären wahrscheinlich die Differenzen noch grösser, als sie schon so sind. Wir haben die gleiche Auswertung auch beim Originalbrunfen gemacht. Da haben wir uns auf zwei Laktationen, die ersten zwei Laktationen beschränkt, weil wir in der dritten Laktation noch nicht so verrückt viele Tiere haben. Aber da auch ein ganz ähnliches Bild mit rund 500 Kilo Differenz von Zuchtergruppe zu Zuchtergruppe in der ersten Laktation, in der zweiten Laktation im Bereich von 700-800 Kilogramm Differenz von Laktation zu Laktation. Von Zuchtergruppe zu Zuchtergruppe, excuse. Dann haben wir Zellzahlen wiederum angeschaut. Zellzahlen, ein Fitnessmerkmal mit einer tieferen Erblichkeit, wo man immer wieder hört, ja, das ist Management. Das ist auch Management, das ist ganz klar, aber wir haben auch den Einfluss von der Genetik. Und das zeigt die Auswertung da wunderbar. Da die drei Gruppen von links nach rechts, die Gruppe mit einem Zuchtwert von 108 und mehr, wo also eine sehr gute Zuchtwertzellzahl aufweist, die mittlere Gruppe vom Durchschnitt von 100 bis 107 und die dritte Gruppe, die einen Zuchtwert von unter 100 aufweist, also unterdurchschnittlich sind im Zuchtwert für das Merkmal Zellzahl. Da auch wieder die blauen Balken von den erstlaktierenden Tieren in der besten Zuchtwertgruppe im Bereich von 38'000 Zellen. Zweite Gruppe der bereits irgendwo im Bereich von 58'000 und in der dritten Gruppe irgendwo im Bereich von 75'000. Also, obwohl in der ersten Laktation die allermeisten Tiere natürlich sowieso sehr gute Zellzahlen, sehr gute Untergesundheit aufweisen, sieht man doch bereits in der ersten Laktation einen markanten Unterschied. Und das zeigt natürlich deutlich, dass da eben züchterisch auch einiges zu bewirken ist. Die Unterschiede werden deutlich grösser in der zweiten Laktation und in der dritten Laktation. Also wenn wir jetzt da die dritte Laktation anschauen, die beste Zuchtergruppe immer noch im Bereich von sehr guten 70'000 und die schlechteste Gruppe schon eben über 120'000. Also das sind schon sehr grosse Unterschiede, die man so nicht unbedingt erwarten dürfen. Und auch hier muss man natürlich sagen, in der dritten Laktation sind ganz sicher schon Tiere ausgeschieden, ausselektiert worden, weil es eben zu hohe Zellzahlen gehabt hat. Wenn man die noch einfließen würde, wenn man die Möglichkeit hat, dann sehen die Abstufungen noch markanter aus. Beim Originalbraunfee ein ähnliches Bild. In der ersten Laktation sind die beiden Gruppen sehr nah zusammen, aber bereits in der zweiten Laktation sieht man, dass da etwa 30'000 Zellen Differenz sind von diesen zwei Gruppen. Da haben wir nur zwei Gruppen gemacht, dass man gleich noch eine gute Tierzahl in diesen Gruppen gefunden hat. Beim Exterieur, da wieder eine Auswertung von Brown Swiss. Auch da sieht man schön die Abstufung, wieder die gleiche Logik dahinter. Links die höchste Zuchtergruppe. Da haben wir jetzt vier Zuchtergruppen gemacht, um sich ein bisschen feiner können, differenzieren. Und da sieht man wirklich auch bei jedem Merkmal das Stegeli, was es gibt, also dass die Tiere halt deutlich eine höhere Einstufung haben, wenn sie auch dementsprechend die Zucht schon als Jungtier aufgewiesen haben. Wenn ich da als Beispiel Gesamtnoten nehme, das ist der dunkelblaue Balken bei der höchsten Gruppe im Bereich von 82,5 durchschnittlich. Und da haben wir jetzt schon von jeder Gruppe auf die nächste mehr als einen Punkt wo da verloren geht oder wo die vorherige Gruppe eben überdurchschnittlich ist. Bei der letzten Gruppe landet man da im Bereich von 78,5 Punkten. Also das sind schon sehr, sehr grosse Unterschiede, die da vorhanden sind für den Bereich Exterieur. Beim Originalbraunfee, da hat man jetzt auf drei Gruppen reduziert. Das ähnliches Bild vielleicht nicht ganz so ausgeprägt wie bei Brown Swiss, aber sicher auch ein deutlicher Trend, der da sichtbar ist. Das letzte Merkmal, auch wieder für Brown Swiss Tier ausgerechnet, die Kreuzbeinhöhe. Es ist nicht
das allerwichtigste Merkmal, das wir in der Viehzucht haben, aber trotzdem wahrscheinlich eines von den Merkmalen, das am häufigsten und am kontroversesten diskutiert wird. Da haben wir auch von Zuchtwerkgruppe zu Zuchtwerkgruppe sehr grosse Unterschiede, etwa 3 cm Unterschied. Oder wenn wir jetzt hier die tiefste Gruppe nehmen, die Tiere, die eben als Jungtier einen Zuchtwert von unter 100 hatten, gegenüber von diesen Tieren mit einem Zuchtwert von über 120, eine Differenz von 7 cm oder mehr als 7 cm, das ist sehr markant. Und ich denke, für all die, die sagen, wir müssen Sorge haben, und ich teile die Meinung, wir müssen Sorge haben, dass die Rasse nicht immer grösser wird, ist das auch die Antwort, dass es natürlich sehr einfach möglich ist, um auch Grösse zu züchten, die wieder ein bisschen in den mittleren Bereich hineinkommt, wo nicht die extrem grossen Tiere resultieren. Kreuzbäuche ist ein Merkmal mit einer sehr hohen Erblichkeit. Also da kann man in einer Generation bereits einiges bewirken, wenn man das will. Aber man muss auch gezielt auch das Merkmal berücksichtigen bei der Anpaarung. Bei Originalbraunfee auch ein ganz ähnliches Bild wiederum. Gut, dann komme ich zum nächsten Thema, Nutzungsdauer und Lebensleistung. Da hat Qualitas Frau Bier eine Auswertung gemacht in diesem Jahr und hat geschaut, wie sehen die Abgangsursachen aus aufgrund von der TVD-Meldungen. Das ist auch dort, wo der grosse Teil der Meldungen hineinkommt. Über Gesundheitsdatenerfassung haben wir relativ wenig Meldungen bezüglich Abgangsursachen. Und das Bild, das wir hier sehen, ist sicher nicht so überraschend. Mit Abstand die wichtigste Abgangsursache bei braunen Tieren ist die Fruchtbarkeit mit 32%. Gefolgt von Uter- und Sitzenerkrankungen, namentlich natürlich Mastitis mit 27%. Also die zwei Merkmalsblöcke, die bereits schon knapp 60% von allen Abgängen ausmachen. Und das bedeutet andersrum auch, dass das natürlich die Merkmale sind, die man am meisten bewirken kann, wenn man die Langlebigkeit und Nutzungsdauer der Tiere steigern will. Wenn man jetzt noch anschaut, wie sich das verändert hat in den letzten Jahren, dazu die Grafik, die blauen Balken mit Abgangsursachen, die 2009 gemeldet worden sind und der rote Balken der als Vergleich dazu eben die Abgangsursachen von 2019, vom letzten Jahr. Und da sieht man schon, dass die Wichtigkeit vom Block Uter- und Sitzenerkrankungen deutlich zugenommen hat und auf höherem Niveau als wichtigste Ursache die Fruchtbarkeit auch noch weiter zugenommen hat. Es ist ja klar, am Ende des Tages, irgendwann müssen oder gehen die Kühe daraus aus irgendeinem Grund und am Schluss haben wir überall 100%. Es ist aber sicher so, dass es natürlich am meisten Sinn macht, in diesen Merkmalen probieren, züchterisch sich zu verbessern, wo auch wirklich die Abgang entsteht. Man muss vielleicht dazu schon auch noch sagen, dass natürlich die allgemeine Märktlage, da schon einen gewissen Einfluss haben. Wir wissen alle, der Fleischmarkt im Verhältnis zum Milchmarkt relativ gut geschützt, relativ gute Preise, die dort rum sind, was natürlich schon auch dazu führen kann, dass man im Einzelfall ein Tier eher mal schlachten tut, ausmerzen tut, statt vielleicht nur mal eine Mastitis-Behandlung zu machen oder nur mal eine Besamung probiert. Das ist sicher so, dass das einen gewissen Einfluss hat. Ich denke, Konsumenten schauen heute ganz genau an, was wir in der Landwirtschaft machen und vor allem auch die Tierproduktion wird kritisch angeschaut von vielen Leuten. Und da fallen dann manchmal auch so plakative, polemische Begriffe wie Wegwerfkühe, Turbokühe etc. Und ich glaube, da haben wir mit dieser Tabelle eine sehr gute Antwort für die kritische Stimme, wenn man anschaut, wie sich die Anzahl von diesen Lebensleistungskühen in den letzten Jahren gesteigert haben. Die oberste Zahl, die 100.000er Kühe, wo wir im letzten Jahr 2019 über 260 Kühe hatten, die magische Grenze überschritten haben. Es ist immer noch eine magische Grenze, auch wenn es mittlerweile relativ viele Kühe sind, die das jedes Jahr arbeiten tun. Auch wenn man das in Relation setzen tut zu der Population, die in dieser Zeit ja nicht grösser geworden ist, dann stellt man fest, dass natürlich der Anteil der 100.000er Kühe in den letzten Jahren deutlich zugenommen hat. Im letzten Jahr mit 16 Promille schon eigentlich einen ansehnlichen Anteil von der Kühe, die die Grenzen überschreitet. Dann die 125.000er Kühe, die wir im Normalfall an der Delegiertenversammlung ehren können, wenn Corona da keinen Strich durch die Rechnung macht. Auch die Anzahl von diesen Kühen in den letzten Jahren spürbar am Zunehmen.
150.000er und 175.000er Kühe, das sind natürlich die absolute Ausnahmeerscheinungen, wo wir in 2018 mit 10 150.000er Kühen natürlich ein absolutes Ausnahmejahr dürfen feiern. Und der Zusammenzug, also die Summe von all diesen speziell geehrten Kühen, da sieht man jetzt schon deutlich jedes Jahr mehr und jetzt im letzten Jahr eben das erste Mal auch die Grenze von 300 Kühen, die wir überschritten haben. Wir haben beim Raumfee ein paar Betriebe, die sich da richtig gehend spezialisiert haben oder die ein unglaubliches Flair haben, um zu alten Kühen zu kommen. Also da möchte ich namentlich die Justizvollzugsanstalt Rialta in Gazis nennen, mit schon 17 Kühen, die die 100.000er-Grenze überschritten haben. Dann auch der Abächerli Franz, der Loserpaul, Kartuse Nittigen mit schon über 15 Kühen, die magische Grenze überschritten haben. Weiter mit 14 Kühen der Lötscher Christian und Hans-Jürg und der Hans-Peter Müller. 13 Kühen der Josef Knellwolf. Mit 12 Kühen der Schwendener Matthias und der Räse, Bladhub, Braunswiss, Löbischwil. Und mit 11 Kühen und Strafanstalt Sachsenried, Saletz. Also das sind absolut herausragende Leistungen, die die Betriebe erreicht haben. Da kann man nur gratulieren dazu. Da braucht es die Voraussetzungen von der Genetik her, dass die guten Gene rum sind für eine lange Nutzungsdauer. Es braucht aber natürlich auch ganz klar ein ideales Management, dass man das Potenzial, das rum ist, auch abholen kann. Wenn wir noch ein bisschen ins Archiv schauen, welches unsere Kühe sind, die überhaupt schon die höchsten Leistungen erbrungen haben, dann ist das sicher die Regal Morchel, die alles überstrahlt. Von der Familie Studach in Mörschwil mit 197.000 ist sie da knapp jetzt an dieser Grenze, an dieser unglaublichen Grenze von 200.000 Kilo gekratzt. Dann das Nummer 2 ist Lankers Pacho Sissi mit 185.000 Kilogramm Lebensleistung von Hans-Ueli Lanker in Waldstadt. Und dann auf dem dritten Rang die Starbuck Sambia von der Familie Bachmann in Seeben-Solothurn mit 176.800 Kilogramm Lebensleistung. Und auch beim Original-Braunfee die Wala Wachtel mit 155.000 Kilogramm Lebensleistung, bei Alpig noch gleichzeitig. Unglaubliche Leistung, wo man da wirklich nur den grössten Respekt kann zollen kann, diesen Kühen. Die Wala Wachtel von der Familie Föhn im Mutital. Wir haben in diesem Jahr können die Jason Kenya ehren, aber nicht an der DV, es war ein separater Anlass gewesen, weil sie die 175.000 Kilo Grenzen überschritten hat. Sie gleichzeitig auch noch mit einer sehr hohen Leistung bezüglich Inhaltsstoffen. Und wir haben da gerade geschaut, ja, wie sieht das überhaupt aus, wenn wir die Rangliste nach Kilogramm Fett und Kilogramm Eiweiß machen, also nach Inhaltsstoff. Weil streng genommen ist das ja eigentlich das richtige Maß, um wirklich die Wirtschaftlichkeit können einzuordnen. Und da ist die Kenia das absolute Nummer 1. Da kann man auch der Familie Albrecht im Bubiken nur gratulieren mit den über 14.000 Kilogramm Inhaltsstoffen, die die Kuh in ihrem Leben erreicht hat. Auf dem zweiten Rang dann wiederum die Regal Morchel mit über 13.500 Kilogramm und auf dem dritten Rang die Zoom Lara von Johnny Lagler in Steinen mit 13.400 Kilogramm Fett und Eiweiß. Das sieht sehr positiv aus, oder ist natürlich, das sind beste Werbeträgerinnen für die Rassen. Also das sind die Kühe, die man sehr gerne zeigen tut, zum Rassenpromotion betreiben. Ich denke, man darf aber trotzdem nicht ganz vergessen, dass man auch kritisch bleiben tut. Wenn man das Abgangsalter anschaut, auch wieder aufgrund von der TVD-Meldung, also nicht Abgang außerhalb vom Herdenbuch, sondern wirklich Abgang zur Schlachtung, dann stellen wir fest, dass das Abgangsalter oder die Kühe im Durchschnitt jünger sind im letzten Jahr im Vergleich zum 2009. Auch das hat sicher einen Zusammenhang mit dem, was ich vorher gesagt habe, dass vielleicht im Einzelfall wirtschaftlicher ist, um vielleicht eine Kuh auszumerzen, statt sie noch einmal probieren zu führen oder das Auto nochmal zu behandeln. Aber trotzdem ist es sicher etwas, was man im Auge behalten muss, dass man die grosse Stärke, die die Rasse Braunfee hat, für das Merkmal, dass man das nicht verliert. Und ich denke, da wissen wir, da haben wir das wichtigste Werkzeug dazu mit dem Zuchtwerk Nutzungstour. Ist sicher einfach ein Merkmal, das man muss langfristig bearbeiten muss, wo man jetzt nicht in einer Generation einen gewaltigen Effekt wird spüren.
Gut, dann komme ich zum Abschluss mit dem Ausblick auf die nächsten Wochen und Monate. Ich habe links die beiden Logos von den beiden Zuchtrichtungen Braunsiss und Originalbraunfee aufgeführt, sinnbildlich für die Zuchtzieldiskussion, die momentan am Laufen ist. Da werden wir bis Ende Jahr das frische Zuchtziel mit dem Zielhorizont 2026 formuliert haben. Das Zuchtziel in Zahlen, allenfalls auch mit Anpassungen bei den Gesamtzuchtwerten, wo ja die mathematische Formel ist aus dem Zuchtziel, das wir anstreben tun. Dann das zweite Bild, sinnbildlich ein Roboterbetrieb. Wir planen oder sind momentan dran, um eine Zuchtwertschätzung für das Merkmal Temperament beim Melken zu entwickeln. Wenn das alles gut läuft, dann hätten wir im April 2021 mit dieser Zuchtwertschätzung können das erste Mal für alle Stiere können Zuchtwert für das Merkmal schätzen. Die Basis von diesen Zuchtwertdaten sind eine Befragung an der LBE, die wir machen tut, wie die Kühe zu melken sind. Da haben wir jetzt 2,5 Saison Daten gesammelt und das sollte eigentlich lange. Man weiss auch aus anderen Ländern, das ist ein Merkmal, wo eine Erblichkeit vorhanden ist in einem mittleren Bereich. Und ich gehe davon aus, dass wir da das Ziel wird erreichen und wirklich im April können die Zuchtwerte publizieren für das Merkmal, das ich denke, das vor allem auch für Betriebe mit einem automatischen Melksystem ein Merkmal ist, das man wird beachten. Dann das dritte Bild von der Weltkonferenz in den USA. Die Weltkonferenz wäre im Oktober von diesem Jahr geplant gewesen. Haben wir aufgrund der Corona-Massnahmen müssen verschieben, ist auf nächstes Jahr wieder im Zusammenhang mit der World Dairy Expo verschoben worden. Ich gehe schwer davon aus und hoffe sehr schwer, dass es dann wird funktionieren, dass bis dann die ganze Situation sich wieder normalisiert hat. Und das ist natürlich ein Anlass, den wir sicher auch mit der Schweizer Vertretung wieder besuchen. Ist aber auch sinnbildlich für alle anderen Anlässe, die jetzt in diesem Jahr nicht können durchgeführt werden konnten. Angefangen mit der Zuchtfamilienschau, die wir sicher schwer vermisst haben im Frühling. Dann aber auch die ganzen regionalen Feeschauen, die ganzen Jubiläumsschauen der Genossenschaften, grössere Ausstellungen, die nicht standgefunden haben, jetzt bis hin in den Herbst natürlich. Braunfee bei den Leuten. Ein sehr beliebter Anlass, den wir leider auch haben müssen in diesem Jahr aussetzen. Da hoffe ich mir schwer, dass es im nächsten Jahr wieder möglich ist, solche Anlässe durchzuführen. Und wir freuen uns natürlich auch sehr, wenn wir sie wieder direkt antreffen können. Auf unserer Homepage unter Events haben wir auch immer den Terminkalender nachgeführt, der momentan natürlich relativ leer aussieht. Aber wir hoffen eben, wie gesagt, dass es nächstes Jahr dann wieder ein anderes Bild wird geben. Auch diskutiert, was könnte man machen, um ein bisschen die Motivation nicht ganz zu verlieren in die Viehzucht, weil so viele Anlässe nicht stattgefunden haben, wo wir auch als Sponsor auftreten, haben wir uns entschieden, dass wir da etwas einführen wollen. Und zwar ist das eine Plakette im A3-Format, also eine grosse Stahlplakette, die wir machen lassen. Die Plakette kostet mit dem Versand im Bereich von 60 Franken, wenn wir das alles rechnen würden. Und wir möchten die Plakette für 25 Franken vergünstigt, stark vergünstigt anbieten, dass man da gleich auch irgendwo ein Signal sieht, dass die Rassen präsent sind. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn wir die Stallplakette in den nächsten Monaten einen Haufen Ställe mit Braunfee antreffen könnten. Die Aktion wird sicher bis ins nächste Jahr hineinlaufen. Wir werden dazu natürlich auch noch genauer informieren, aber das wird jetzt in den nächsten Wochen dann anlaufen. Dann bin ich bereits am Schluss. Danke vielmals fürs Zuhören. Fragen kann ich auf dem Weg leider nicht direkt beantworten, aber selbstverständlich sind unsere Telefonleitungen offen oder wir sind auch per E-Mail erreichbar. Ich wünsche allen alles Gute, Gesundheit momentan sicher etwas vom Wichtigsten. Und natürlich aber auch weiterhin viel Freude und Erfolg mit der braunen Kuh, sei es Braunswiss oder Original Braunfee. Danke vielmals und einen schönen Tag.